Was geht ab, meine Freunde? Und damit herzlich willkommen zum psychedelischen, mit LSD versetzten Hippie-Funhaus Psychedelic. Das kleine und kompakte Laufhaus macht von außen so einiges her. Könnte rein theoretisch auch eine Disco aus den 70ern sein. Austin Powers lässt grüßen. Ein Psychedelic-Trip kostet gerade mal 3 Euro. Das musste ich mir ganz einfach mal gönnen. Außerdem gibt's die allseits bekannte LSD-Spektralbrille gratis dazu. Das Innenleben der Disco ist typischerweise sehr, sehr dunkel gehalten. Ab und an verstecken sich schöne Modelle, die mit der Brille noch besser wirken. Wow, geil! Was sind wir denn hier? So etwa im 5. Floor wird's dann so richtig disco-mäßig. Denn unterschiedliche Farben attackieren unsere Augen zur gleichen Zeit. Kann man machen, muss man aber nicht. Das war's im Endeffekt auch schon. Was das gerade so war, kann ich euch auch nicht sagen. Denn gerade thematisch fehlte diesem Laufhaus ganz einfach die Struktur. Der Drogen- bzw. Hippie-Aspekt kommt mir im Laufhaus auch etwas zu kurz. Die Grundidee ist wahnsinnig geil. Ein 70er-Jahre-Disco-Laufhaus. Aber die Ausführung lässt meiner Meinung nach eben noch zu wünschen übrig. Das gilt jedoch definitiv nicht für die großartig designte Außenfassade. Endergebnis 5,5 von 10 LSD-Pappen. Das war's, und falls euch das Video gefallen hat, abonnieren nicht vergessen. Bis die Tage, meine Freunde. Ciao.